Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Mit dem Wochenspruch aus Matthäus 20, Vers 28 für den Sonntag Judika begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserem zweiten Videogottesdienst. In diesen Tagen spüren wir immer mehr, was es bedeutet, dass wir unsere sozialen Kontakte reduzieren müssen. Menschen und Familien sind an ihre Häuser und Wohnungen gebunden. Viele Menschen leben aber auch alleine und vereinsamen mehr und mehr. Dem entgegenzuwirken ist eines der Ziele unserer Videogottesdienste. Auf virtuelle Weise miteinander vernetzt zu bleiben und die frohe Botschaft Gottes im wahrsten Sinne des Wortes in die Häuser und in die Wohnzimmer zu bringen. Und auf diese Weise dann doch gemeinsam Gottesdienst feiern zu können. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen und uns das Leben zu bringen. Dafür hat er viel, ja, dafür hat er alles gegeben, sein Leben geopfert. Und dieses Leben, das er uns schenkt, dafür dürfen wir dankbar sein und es auch eben dankbar aus seiner Hand nehmen. Lassen Sie uns gemeinsam das erste Lied miteinander singen, das dieses Opfer Jesu für uns auch zum Ausdruck bringt. Du großer Schmerzensmann. Die Orgel wird ein Vorspiel spielen und dann singen wir aus der Nummer 87 die Strophen 1, 2 und 5. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Psalm 43, der dem heutigen Sonntag Judika seinen Namen gibt, heißt es: Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache. Der Beter konzentriert sich auf Gott und bittet ihn darum, ihn von seinen Feinden, von den sogenannten bösen Leuten zu befreien.
Wir wollen in dieser Zeit, in der wir leben, vielleicht auch bitten, verschaffe uns Recht, Gott, und führe unsere Sache im Kampf gegen das Virus Corona. Der Beter vertraut sich Gott ganz an, wie Jesus, der im Vertrauen auf Gott gehorsam war bis in den Tod hinein. Alle Texte dieses Sonntages sprechen von Jesu Hingabe, der Hingabe des Lebens an Gott und an die Menschen. Darum geht es in unseren Tagen auch. Es gibt Menschen in den sogenannten systemrelevanten Berufen, die bis an die Grenzen des Menschenmöglichen gehen und sich ans Leben und an die Menschen hingeben. Vielleicht wollen wir Gott gerade aber lieber aus unserem Leben raushalten. Vielleicht geben wir ihm sogar die Schuld für das Dilemma, in dem wir stecken. Und wir fragen, warum lässt Gott eigentlich all das Leid in der Welt zu? Andererseits gilt, Gott will allen Menschen helfen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und mit Hiob sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Im Vertrauen auf diese Wahrheit, dass wir uns auf Gott voll und ganz verlassen können, können wir auch unserem Nächsten dienen, so gut es geht. Lass uns gemeinsam mit Worten des 43. Psalms beten. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berge und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Kommt, lasst uns ihn anbeten. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, du bist unsere Hoffnung in Zeiten der Bedrängnis. Wir bitten dich, sieh freundlich auf deine Kirche in der Welt und auf die Welt insgesamt. Bewahre uns in diesen Zeiten der Corona-Krise und leite uns bis hinein in die Ewigkeit. Dein Weg zu uns, Gott, ist Jesu Weg. Ein Weg durch Ungerechtigkeit und das Leiden dieser Welt hindurch. Hilf uns, Jesu Weg zu finden und zu gehen, für Menschen auf ganz neue und andere Weise da zu sein, ihnen auf ihren Wegen zu begegnen und auf Wegen, die wir früher nicht gegangen wären. Hilf uns, Gemeinschaft, die wir so sehr vermissen, auf andere Weise zu erfahren und niemanden zu vergessen. Und stärke uns, diese Wege gemeinsam zu gehen durch deinen Heiligen Geist. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Amen. Das fühlt sich ja bald schon wie eine Ewigkeit an, dachte ich neulich und habe mich gewundert, als ich feststellte, dass es ja erst 3 Wochen sind, als Schulen und Kindergärten schlossen, später dann Geschäfte, Restaurants, Hotels, unser Friseur und so weiter. Und das öffentliche Leben ist fast zum Erliegen gekommen. Erst, in Anführungszeichen, 3 Wochen. Weitestgehend an unser Haus gebunden,
es nur noch für Einkäufe verlassen dürfen, zur Arbeit zu gehen oder eine Runde zu joggen vielleicht, da bekommen wir nur noch über Zeitung, Radio, Fernsehen und die sozialen Medien mit, was außerhalb unserer vier Wände eigentlich so passiert. Erstaunliche Dinge passieren um uns herum. Man hört und sieht zum Beispiel fast keine Flugzeuge mehr, die normalerweise im Landeanflug auf den Frankfurter Flughafen teils im Minutentakt über unsere Köpfe hinwegflogen. Der Himmel ist viel klarer und schöner geworden, sagen manche. Ich habe beim Laufen in der letzten Woche dieses Foto vom Himmel gemacht und mich über dieses knallige Blau sehr gefreut. In China, so wird erzählt, sehen manche Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt den blauen Himmel. Die Natur erholt sich und wacht jetzt im Frühling zu neuem Leben auf. Die Bäume blühen und treiben frisches Grün und in den Häfen von Italien tummeln sich plötzlich Delfine, grüßen uns und erfreuen die Herzen. Unsere Welt ist im Wandel. Trotz Bedrückung wegen der vielen infizierten Menschen und der hohen Todeszahlen geschehen auch erstaunliche Dinge um uns herum. Und wir spüren das, diese Welt haben wir nicht zu 100% in der Hand. Nicht alles ist für uns verfügbar. Und im Moment können wir eh nicht viel mehr tun, als zu warten. Warten darauf, endlich wieder das Haus verlassen zu dürfen. Warten vielleicht auch darauf, wieder wie gewohnt unseren Tätigkeiten nachzugehen und unser Geld zu verdienen. Warten auf eine bessere Zukunft. Und die wird mit Sicherheit irgendwann kommen. Und sie wird anders sein als die Zeiten vor der Krise. Denken wir an die Menschen, die jetzt in Krankenhäusern arbeiten und Schwerkranken Linderung versuchen zu ermöglichen, im besten Fall Heilung. Das sind Menschen, die opfern sich auf für andere, damit es wieder gut mit ihnen wird. Der Sonntag Judica nimmt uns hinein in diese Dynamik. Der Hebräerbrief endet mit einer breiten Aufforderung an uns, uns gegenseitig mit aufrichtiger Liebe zu lieben, dass wir einander im Blick haben und keinen vergessen. Das Leid der anderen teilen, wie wenn wir es selbst erleiden würden. Acht geben auf unsere Ehen und Beziehungen. Und Gottes Zusage gilt dabei immer: Ich werde euch nie verlassen und euch nicht im Stich lassen. Erinnern sollen wir uns an das, was früher war, was gut war, was uns gelungen ist, und weiter auf Gott vertrauen, auch in trüben Zeiten, wie unsere Eltern und unsere Vorfahren vor uns. Zu Hingabe und Gehorsam ruft uns der Hebräerbrief auf. Dranbleiben, sagt er, hingegeben leben mit einem ähnlichen Gehorsam Gott gegenüber, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Der, so sagt es der Predigttext, litt und starb außerhalb der Stadttore Jerusalems, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen vor das Lager und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Wenn Jesus sich für uns geopfert hat, dann können auch wir anderen helfen. Die Menschen in den Krankenhäusern teilen das Leid der Kranken. Das können wir im Kleinen alle in unseren Familien auch tun, auch wenn wir gesund sind. Das macht uns nicht zu Heiligen, weiß Gott nicht, aber es bringt uns Gott ein gewaltiges Stück näher. Das hat schon Hiob erlebt. Durch all seine Notzeiten hindurch hat er Gott sein Leid geklagt und mit Gott gehadert und er hat sein Schicksal angenommen und auf Gott vertraut und erlebte ein gutes Ende. Wenden wir uns doch mit allem, was in uns ist, an Gott. Klagen wir ihm unser Leid und vertrauen wir darauf, dass er uns eine gute und eine gesunde Zukunft schenken will. Eine Zukunft, die über den Tod hinaus bis in die Ewigkeit reicht. Oder in den Worten des Hebräerbriefs: Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel.
Gut, noch sind wir nicht im Himmel, auch wenn sich unser derzeitiges Warten vielleicht als schon so ziemlich ewig anfühlt. Und vermutlich wollen die meisten von uns auch einfach nur und endlich wieder zur Normalität zurückfinden und nicht gleich im Himmel landen. Aber wir spüren doch auch unsere Angewiesenheit auf Gott. Wenn allein in Italien 700 Menschen an einem einzigen Tag sterben, und das ist schlimm, spüren wir unser Geworfensein auf Gott umso mehr. Trotzdem, unsere Zukunft ist der Himmel, ist im Himmel. Darauf täglich neu zu vertrauen, das kann uns doch helfen, besser, leichter und bewusster, ja auf jeden Fall anders zu leben als vor der Krise. Zu wissen, wir sind nicht allein, unser Erlöser lebt, das befähigt uns, für die anderen da zu sein, die es jetzt dringend brauchen. Per Video, per Telefon, durch einen Brief und was uns sonst noch einfällt. Werden wir zu Delfinen im Hafen der anderen und bringen wir ihnen einen Hauch von ewiger Freude und Himmel in ihre Herzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Ratlos sind wir, Gott, und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, und wir bringen unsere Sorgen vor dich. Bedrückt sind wir, und wir bringen unsere Angst vor dich. Dankbar sind wir für alle Menschen, die uns Mut machen, und wir bringen unseren Dank vor dich. Mitten hinein in unsere Angst schenkst du uns das Leben. Du schenkst uns Musik und Gemeinschaft und die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. Du schenkst uns Inspiration, Freundlichkeit und Mut.
Du schenkst uns den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Dir vertrauen wir uns an, heute und morgen und an jedem Tag. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diese Woche mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen guten Frieden. So segne euch der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.